Leute. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Nach langer Zeit gibt es mal wieder eine Food-Challenge. Ich will es gar nicht als Challenge sehen, weil es sind eigentlich fast nur leckere Sachen. Die Challenge ist eigentlich eher, dass wir zum Frühstück jetzt Süßigkeiten essen. Genau. Nein, wir testen Süßigkeiten aus Amerika. Also ich das bin hast gespannt. Du alles bestellt. Ich bin auch gespannt, was du bestellt hast. Ich habe noch nie amerikanische Lebensmittel gegessen. Du auch nicht, ne? Nein. Das müsstest du dann. Deswegen sind wir mal gespannt. Viele stehen ja auf die Süßigkeiten. Ich lasse mich echt überraschen. Ich habe 75 Euro bezahlt für Süßes. Also es war echt teuer, diese amerikanischen. Ist auch ziemlich schwer, aber hier sind auch Getränke drin, ne? Genau. Also, ich würde sagen, wir greifen einfach blind rein und ich wünsche euch ganz viel Spaß am Video. Ja, und dann bin ich von ganz unten. Ja. Da. Als erstes gibt es was zu trinken und zwar Ananasgetränk. Dafür brauchen wir kein Glas, oder? Oder wollt ihr die Farbe sehen? Wie heißt die Marke? Das ist Big Pineapple. Und Marke? Weiß ich nicht. Big Red Pineapple Soda. Ihr dürft gerne alles in die Kommentare schreiben, wenn ihr uns verbessert, weil wir haben wirklich gar keine Ahnung von dem. Jetzt gucke ich mal, ob das wirklich in den USA hergestellt wurde. Oh, wenn ist. Nicht, dann ist es ja richtig falsch. Ja, Texas. Okay, cool. Oh, richtig amerikanische. Ist das radioaktiv oder so? Das leuchtet ja schon fast. Das sieht ein bisschen aus wie Urin. Oh. Stimmt, wirklich. Boah, das Glas ist sogar noch warm. Das ist frisch aus der Spülmaschine, es ist noch warm. Ja, komm, los. Das riecht voll ekelig. Boah, krass, das ist richtig amerikanisch, oder? So stelle ich mir USA vor. So einfach nur künstlich und farblich. Alles farblich. Farblich. Farblich, genau. Ja, aber ich hasse Ananas. Es riecht irgendwie nach... Es riecht nicht nach Ananas. Natrium oder so, oder? Nach viel Lebensmittelflamme. Hat Kohlensäure. Boah. Schmeckt ja gar nicht mehr Ananas. Boah. Süß, ne? Kennst du Pepperdew? Nee, was ist das? Das ist so extrem neongrün-gelbe Flasche oder so. Das ist auch so super künstlich. Das schmeckt kein bisschen nach Ananas. Nee. Eins ist halt schlecht, fünf sind ist gut. Ein Sternchen. Ich gebe auch ein Sternchen, weil das überhaupt nicht mein Geschmack ist. Viel zu süß, nicht natürlich und die Farbe auch nicht natürlich. So, jetzt greifst du mal rein, los. Oh Gott, Cheetos Bandilla. Gut zu wissen, es ist auf jeden Fall nur noch bis September haltbar. Dann müssen wir jetzt du hast den Laden gerettet jetzt. Also es sind auf jeden Fall so Cheese-Chips. So kleine Geister. Aber gut, dass wir die ganze Familie da haben. Die Kinder werden sich gleich mega freuen. So sehen die aus. Erinnert mich so an die Pombeeren. Schmeckt genau wie Pombeeren. Mhm. Lecker. Sehr lecker. Aber gar kein großer Käsegeschmack. Die schmecken wie Pombeeren, nur ein bisschen würziger. Ja. Weil es noch nicht der Oberknaller. Ich bin auch für 4 Sternchen. Weil bei Käse... Ist schon mein Geschmack. Bei Käse stelle ich mir was anderes vor. Ja. Hier sind diese Käsebällchen. Oh. Geil. Das Wort darf ich nicht sagen. Ne? Schön. Wir sagen immer, das Wort dürfen wir nicht sagen, weil vor den Kindern ist das ja, aber es hat keiner da und wenn Kinder zugucken, sorry. Sauer. Also sauer, Minus und Plus, also ist es nicht ganz sauer oder was? Jo. KY. Was ist KY? Müsst ihr immer gucken. Kentucky? 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 Okay, ist auf jeden Fall leckeres, saures Zeug. Ist auch so super farblich, aber das kennen wir ja auch von uns so. Das ist so Regenbogenfarben. Probier das mal. Ich glaube, die sind süß. Ich glaube, die sind kein bisschen sauer. Mm, ja. Aber die riechen. Eine ganz leichte Note, also an Säure. Schmeckt ganz leicht sauer, aber Rainbowberry. Aber es sind so die typischen Schlangen, die man die auch bei uns kennt. Aber ich finde, der Geschmack ist lecker. Ich finde es gut. Ich gebe dem auch 4 Sterne. Ich auch. Was ist das? Rainbow... Sherbet? Fluffy Stuff. Cotton Candy. Rainbow Sherbet? Sherbet? Oh, die waren so teuer, die haben glaube ich 5 Euro gekostet, diese Packung. Was? New? Ja, neues Produkt. Oh, Schatz, wow, das ist mein Argument. New. Aber das sieht voll schön aus, die Verpackung. Ja, das ist richtig was für Kinder. Die Verpackung kriegt schon von mir 5 Punkte. So, probieren wir mal die flauschigen Lutscher. Soll ich für dich auch machen? Mm. Geht schon. Oh Gott, das ist doch einfach nur zum Abzupfen. Hä, muss man... Nee, die Stangen sind doch da irgendwo. Also wenn man aufmacht, sieht man einfach nur so ein Platte. Das sieht dann nicht mehr so cool aus.
der Verpackung. Ehrlich? Nee, muss man einfach nur abzupfen. Wo sind die Stangen? Die Stangen. Oh Mann, ich wollte das richtig so an der Stange essen, so wie die das verkaufen. Auf der Verpackung sieht das cooler aus. Das ist ja einfach nur Zuckerwatte. Warte, da sind die Stangen irgendwo hier. Das sind keine Stangen. Die veräppeln uns. Alex ist voll enttäuscht. Nee, aber wenn ich sowas kaufe, ne? Mit solchen Dingern da dran, oder? Ich wollte schon immer Einhornwatte probieren. Ja, aber 5 Euro für ein bisschen Zuckerwatte? Schon krass. Ja, das ist halt Zuckerwatte. Es ist nichts Besonderes. Und doch, der Geschmack ist anders. Nee, ich leg das mal zur Seite. Die Kinder werden drauf abgehen. Oh ja, es klebt mir in den Fingern. Ich muss aber sagen, die schmeckt besser als die herkömmliche Zuckerwatte. Klar, Zuckerwatte, Zuckerwatte, purer Zucker. Aber der Geschmack ist voll irreführend mit diesen Lollis. Oh genau, das wollte ich auch sagen. Also ich finde es auch, also ich gebe einen Punkt, weil das echt nichts, das ist nichts Besonderes, nur gefärbt. Verpackung, da denkst du dir, ah cool, kaufe ich mal, gebe ich viel Geld aus, aber da ist nichts Besonderes drin. Ja, ist wirklich Zucker. So. Nur Zucker, nur anders gefärbt, hier in Regenbogenfarbe reingepresst und das war's. Nee, also ich... Ich gebe 2 Punkte, weil ich glaube, die nicht. Kinder stehen voll drauf. Voll, aber ich nicht. Du bist nicht. So. So, ich reingreife. Ich würde ja gerne nachtrinken, aber damit macht das keinen Sinn. Das müssen wir in Milch einrühren. Besorgen wir Milch. Okay, ich hole mal was. Instant Hot Chocolate. Du musst heißes Wasser eine Tasse holen. Alex steht auf Oreo, deswegen habe ich so viele Oreo-Produkte mitgenommen zum Testen. Heiße Schokolade. Das riecht wie Kakaopulver. Hier, kannst du direkt rühren. So. Oh, das ist echt gut. Ja? Das hat wieder viel, viel Zucker, aber es schmeckt ganz gut. Oh nein, das ist so bitter. Ja, ich mag's. Das ist aber typisch. Komm, Schuss Milch. Also das ist bitter im Nachhinein. Es könnte weniger Zucker haben, von meinem Geschmack her, aber ich trinke auch gerne Kaffee, deswegen mag ich jetzt was bittere Sachen. Das ist nicht meins. Nein? Sag mal, die Stücken sind hier extra, sind das Keksstückchen? Ich glaube, wir haben es nur nicht gut gemischt, oder? Boah, das ist gar nicht mein Geschmack. Das ist so bitter im Nachhinein. Was ist... Oh nein. Wir brauchen aber... Bist du dir sicher? Chili drauf, aber so eine komische Chili. Und hier ist ein Barometer und das heißt ganz, ganz scharf. Und das ist sehr scharf. Wir legen das zur Seite. Genau, wir machen das bitte. Zum Schluss. Nehme ich das nächste. Oh, da fand ich die Verpackung so cool. Ich habe es einfach nur wegen der Verpackung gekauft. Ich weiß nicht mal, was das ist. Super Lemon. Das soll irgendein Bonbon, glaube ich, sein. Das wird das auch richtig cool. Alleine hier, der Querschnitt von so einem Bonbon. Sieht aus wie cool. Flüssigkern. Oh, eins sind natürlich verpackt, ne? Erinnert mich so an Center Shock. Genau. 3,29 € habe ich die bezahlt. Wie? Nach gar nichts? So sieht's aus. Es sieht nicht so gelb aus wie auf der Verpackung. Da ist irgendwie so ein Pulver drum. Oh! Oh! Wo ist mein Bonbon? Boah, ist das sauer. Ich hab's nur abgelegt. Nimm dir neu. Oh. Oh, krass, was ist das? Wird das nicht mehr süß? Das durchgehen? Ich muss erstmal runterlutschen, dann wird's süß. Dieses Pulver ist ja extrem sauer. Das ist wie so Zitronensäure. Dachst du das als Schwangere? Mhm. Jetzt ist es süß. Oh mein Gott! Das ist doppelt so sauer wie Center Shock. Mhm. Boah, ja. Produziert dein Körper Spucke, oder? Was wie Speise. Ich habe noch nie sowas Saures gegessen. Außer in Biologie, im Chemieunterricht die Zitronensäure. Das ist es. Das ist geil. 5 Sternchen. Weil das einfach so mega sauer ist. Das macht voll Spaß. Und das Bonbon schmeckt auch lecker danach. Es ist aber super hart und ich will es aber nicht durchbeißen. Ich glaube, da ist gar kein Kern mehr drin, oder? Doch, da ist noch was. Ich merke, das wird gerade richtig sauer. Ja? Ich bin wieder sauer. Ich raste aus, es ist nochmal sauer. Macht deine Zähne nicht kaputt. Mm-mm. Ist super hart. Und du lütschst mir die ganze Zeit. Hol mal dein tolles Taschenmesser raus. Ich hab richtig Herzrasen bekommen, so sauer war das. War richtig anstrengend. Wozu mein Taschenmesser? Mein Durchschnittsnein. Mein Durchschnittsnein. Komm her. Also ich gebe dem Zeug wirklich mal 5 Sternchen. Das isst man ja auch nicht jeden Tag. Aber so aus
Fun und ja. Kann man das wirklich mal kaufen, das ist echt lustig. Es gibt wieder Chips, eine Packung Chips. Mhm. Patatas Jalapeno. Es sieht aber etwas anders aus, sehr rot, genau. Sehr rot. Boah, das sind scharfe, oder? Die riechen so scharf. Ist aber keine Flamme abgebildet oder so. Nur so Kartoffelsack und Kartoffeln. Oh krass, die sind lecker gewürzt. Ich hab noch nie gegessen, sowas. Schmecken wie Tortillas. Die haben eine leichte bis mittlere Note an so Essig irgendwie, salzig und Essig, ja. Säure. Mm. Das liebe ich ja voll. Man darf nur nicht zu viel essen. Und die sind richtig gut. Geil. Cool. Ich nehme jetzt die große Packung. Das ist so richtig für mich amerikanisch. Jetzt kommen die nicht aus Amerika. Cupcakes. Kansas City. Los. Das hat eine flüssige Creme innen drin. Und ich, lecker. Oh, ich hasse das. Ist das nur grün oder ja, ne? Ja, Minze. Nur Minze. Und ich weiß, dass ich es nicht mag, weil es ist bestimmt so wieder so herb. Ey, du machst sie kaputt. Ja, das sieht so aus. Bevor mit einem Teil. Einzeln verpackt, ja gerne. Oh, ist der weich. Oh, der riecht richtig nach Pfefferminz. Und? Weiß ich noch nicht, Marco. Mhm. Wow, ist echt weich. Bestimmt auch Konservierungsstoffe ohne Ende drin, dass es immer noch so weich ist. Ich hätte nicht gedacht, dass es so lecker ist. Mhm. Sehr minzig, diese Kaugummi. Doch nicht so lecker. Im Nachhinein wird es richtig scharf auf der Zunge. Das Außen schmeckt gut, aber innen die Creme schmeckt nach Zahnpasta. Ja. Das ist voll nach Zahnpasta. Ich glaube, so eine Schoko wäre besser. Ich finde es gut, aber wie gesagt, das innen drin nicht. Als du gesagt hast, Zahnpasta ist mir irgendwie hochgekommen, das runterzuschlucken. Und am Anfang dachte ich so, voll lecker. Und dann isst du. Es ist nicht cool. Damit das schmeckt, das echt nach Zahnpasta. Richtig Zahnpasta, genau. Ne, 0 Sterne. Ich hab mich gerade richtig gegeben. Wir können auch 0 Sterne vergeben. Tatsächlich 2 Sterne. Was? Weil das mir echt gefällt, aber diese Variante mit Minze überhaupt nicht. Zahnpasta. Dann sehe ich gerade hier, sowas gibt es ja auch. Ne? Peanut, oder? Und glaube, das ist dann richtig cool. Erdbeersaft. Aber 6% Juice. Ich dachte, jetzt kommt Alkohol, das hätte ich gar nicht trinken dürfen. Nee, genau. Irgendein Getränk mit Erdbeeren. Shake und well. Genau. Shake well. Warum hat das Stück... Das ist amerikanisch, komm bitte. Oh ja. Wenn ihr das riechen könntet, ne? Das riecht nach Plastik, das Getränk. Ehrlich, obwohl es in der Glasflasche ist. Das sind auch Stückchen, das ist doch 100% Mikroplastik. Das ist doch niemals Erdbeere da drin. Entschuldigung, dass ich das so runterbut. Also nein, das ist 100%ig kein Mikroplastik, aber das ist... Wenn man 6% Fruchtgehalt drin hat, warum schwimmt da was drin? Saft, oder? Keine Ahnung. Es erinnert mich so ein bisschen an diesen Aloe Vera-Getränk aus China. Die haben auch so Stückchen. Ja, boah, ja. Mach irgendein Reiniger. Ich will das gar nicht trinken. Da sagt mein menschlicher Verstand schon. Gib mir 5 Minuten und ich erkenne den Reiniger. Irgendwie WC-Reiniger, ehrlich. Easy, komm bitte, WC-Reiniger. Doch. Mach sorry, wir sind super kritisch, ne? Aber das ist auch unsere... Unser Geschmack ist irgendwie so anti-süß. So extrem anti-künstlich. Anti-künstlich, genau. Süß schon, aber... Es schmeckt wie es riecht. Ja, doch, bin ich dran. Boah, krass. Okay, ja. Alter, wenn du es... Richtig. Wow. Aber warum trinkt man sowas freiwillig? Also ich muss sagen, so komplett... Mm-mm. Der erste Eindruck, man schmeckt extrem die Zitrone raus, irgendwas Saures. Und dann kommt dieses Plastikzeug, das künstliche Süße kommt danach. Und übertrifft das alles. Warte mal, ich habe da gerade was gesehen. Ach so, war krass. Ich habe so flüchtig gesehen, ich dachte, das wäre eine türkische Flagge. Das kommt aus der Türkei und das ist ein Smiley. Blue Raspberry. Oh, genau so habe ich mir das vorgestellt. Oh, ich liebe sowas, ich habe das als Kind schon geliebt. Guck mal, kennst du diese dicken... Oh, das ist doch Knete, oder? Kaustängel. Krass. Ja, ja, das ist so wie Mauern oder wie ja, ist das genau. Da? Ja, genau. Ich erinnere vor meine Kindheit. Mein Kindheit. Das ist wie Tutti Frutti, nur aus Amerika. Hm. Aber die Konsistenz ist anders. Ein bisschen sandig. Ich gebe dem Zeug auch 4 Sternchen. Nicht das, was ich jeden Tag essen würde, aber ab und zu ist schon ganz cool. Hier haben wir so Cookies. Das erinnert mich so an die üblichen Cookies, die wir auch sonst immer haben. So sieht das Ganze hier aus. Oh, ich hätte mir die kleiner vorgestellt. Bitte. Das ist doch nicht mini. Aber ich finde voll süß, wenn man Besuch hat und dann machst du einen Kaffee und legst so einen kleinen Cookie da drauf. Auf die Unterteller. Wir haben gar keine Unterteller. Das nächste ist cool. Also, ja. Ah, lecker. So perfekt, wenn du irgendwie einen Kaffee trinkst. So eintunken, dann wird er schön weich. Ich gebe dem Zack 5 Sternchen. Nö. Nö. Das wird dir nicht ausgesucht. Super Schubs. Boah.
Hast du das zweimal geholt? Da ist noch eine Dose. Das ist eine andere Sorte. Wir können ja beide gleichzeitig testen. Komm. Nee, dann passt das dann. Oh, geil. Das will ich. Cool. Ich hab's für dich bestellt mit Glumanda, oder? Oder wie heißt das? Shiki, Glumanda und Bisasamen sind die. Oh mein Gott, wie süß. Ja, wir probieren jetzt mal Chupa Chups und du darfst... Das ist Orange-Geschmack. Ich hoffe, das schmeckt wie Fanta. Wie also Glumanda. Pass auf, welches das scharf ist. Ist das wirklich Glumanda? Ja, ist schon lange her. Ist Glumanda, ich kenne mich da auch. Ja, ich hab's auch geguckt. Ich hab's gespielt. Ja, ich hatte auch Karten gehabt. Also hier habe ich richtig Angst, dass das wieder richtig künstlich schmeckt. Alex muss die Gläser ausspülen. Boah, Alex! Ich will's auch riechen, warte. Bah, das erinnert mich an so ein asiatisches Getränk. Bah, es riecht so abartig künstlich. Da kennst du es doch. Yo, ich weiß nicht, kennt ihr so Blaubeere? Wie kann das denn Blaubeere so sein? Aber nur in künstlich, so riecht das auch. Warte, willst du jetzt da dein Glumanda reinmachen, oder? Nee, komm, lass erstmal beide das hier. Mach nicht zu viel. Oh, ich glaube, Alex wird das mögen. Nee, gar nicht. Okay. Es schmeckt wie das... Es gibt so Zuckerwasser, so durchsichtige Flaschen und dann auch mit verschiedenen Geschmack. So schmeckt es, glaube ich, auch. Schmeckt doch überhaupt. Jeder ist noch was dran. Es schmeckt doch überhaupt nicht nach Chupa Chup. Was passiert, wenn ich das jetzt da rein? Chemieunterricht. Cola. Ja, das ist Spezi. Ja, Mann. Und jetzt trinken. Los, nee, Ex. Da war noch mein Bonbon drin. Ich habe eben schon überlegt, was kann man mit der Dose machen? Ja, Mann. Das war nicht nach Fanta. Aber sehr süße Fanta. Oh. Wow. Das ist Spreit? Das ist ja komplett anders. Das riecht doch orange. Und ohne Farbstoffe. Das war jetzt aber eine Überraschung. Achso, wir müssen noch Punkte geben. Oh, sorry. Ein Punkt. Jetzt kommt der durchsichtige Glumanda. Das riecht wie Spreit. Es schmeckt wie Spreit, aber ohne Zucker. Das ist cooles Getränk. Das schmeckt gar nicht süß. Da ist bestimmt Zucker drin. Ich schmecke Zucker raus, aber echt wenig. Krass, Orange ist 0,0014% drin. Also kalt gestellt ist es bestimmt richtig gut. Im Sommer mit so Eiswürfeln und Minze drin. Cool, mega. 5 Sternchen. Voll 5 Sternchen. Allein die Dose und vom Geschmack her finde ich es auch gut. Aber die habe ich bestellt, weil ich einfach Bock drauf hatte. Crunchy, Hashes, gesalzene und dann Dippet Brezels. Brezels. Die ist doch schon ein kleiner. Mein Geschmack ist es, so dunkle Schokolade, aber Easy mag es nicht. Oh, die geil. Ja? Mmh. Man hätte die schwarze Schokolade weglassen können. Und so. Mmh. Ist besser als die deutschen, weil die sind dicker und größer. Innen drin richtig knusprig, aber nicht hart. Mmh. Mega, richtig gut. Und man kann die wieder zumachen. 5 Punkte. Nehmen wir jetzt mal diesen hier. Baby Roos. Das ist, glaube ich, so ein Proteinriegel mit gerösteten Erdnüssen und Karamell und Nougat steht da. Boah, das riecht richtig nach Karamell. Erdnussbutter. Hört wie Snickers. Aber mächtiger als Snickers. Mhm. Ich bin so satt. Dann noch so einen mächtigen Riegel. 5 Punkte von mir, das ist echt gut. Ich gebe 3 Punkte dabei, weil ich einfach sowas nicht so gerne mag mit Nüssen. Okay. Aber es ist besser als Snickers, weil Snickers ist nicht so mächtig. Das ist richtig so für Liebhaber. Stimmt mal ab, gib mal ein Daumen hoch, wenn die nächste Bestellung... Darf ich mir das Land aussuchen? Ja. Ich glaube, dann nehme ich sowas wie Vietnam oder sowas, irgendwas außergewöhnlich. Oder Mongolei oder sowas. Haben die sowas? Pakistan oder so. Oder schreib doch mal, was so richtig cool ist. Oder in Afrika. Was ist mit afrikanischen Produkten? Das ist so ein Schokosirup, den rührt man, glaube ich, in die Milch. Ich kenne das aus amerikanischen Serien, dass die ihre Milch haben und dann rühren die ihre Schokosirup da rein. Nein, mach mal Milch da rein. Komm, wir machen mal. Es ist ja keine Schokocreme oder so. Wir probieren es einfach. Die lachen sich alle schrott, die Leute, die das kennen. Das sieht aus wie so ein Ahornsirup, welches man über seine Pancakes drüber schmiert, genau. Wie viel? Lass mal testen. Du musst vielleicht die ganze Zeit rühren. Das geht! Das geht, Alex! Weiter, 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 weiter. Da sieht es dunkler aus auf der Verpackung. Weiter. So, stopp. Es funktioniert. Genau so haben wir es vorgestellt. Es löst sich auf. Cool. Boah, das muss richtig lecker schmecken. Bitte. So, du probierst. Es riecht schon richtig gut. Ich liebe sowas. Oh, das ist Milch mit einem Hausschoki. Das ist richtig lecker. Das ist voll meins. 5 von 5 Sternchen. Mega, finde ich auch gut. Das ist richtig viel besser als das Kakao. Zeug zum Einrühren, genau, richtig gut. Oh, das gekühlt, das ist doch voll lecker. Man kann besser dosieren. Ja. Keine Klumpen. Lässt sich besser, genau, auflösen, das ist auch gut. Jetzt weiß ich, was ich die nächsten Tage morgens trinke. Schokosirup. Aber geile Erfindung, einfach das so reindrücken
Cool, hält sich auch ein halbes Jahr jetzt gekühlt im Kühlschrank. Also hoffe, von mir auch 5 Punkte auf jeden Fall. Ich hoffe, lohnenswert. Wir haben es richtig gemacht. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare. Stimmt, warum nicht? So was hier, das... Die Sorte gibt es nicht in Deutschland. Die war mal nur limitiert. Es kann nur Wasabi sein. Das ist Matcha. Das ist kein Wasabi. Was ist Matcha? Matcha ist dieser grüne Tee. Gib mir mal. Ich glaube, du wirst es mögen. Ih, es riecht schon nach Tee. Es riecht Boah. Wie trockener Tee. Wie loser Tee. Ich mag auch kein Matcha oder Matcha. Es schmeckt nach Zitrone. Ihr kennt bestimmt Zitronenwaffeln. So schmeckt es. Ja, genau. Und außen herum, finde ich, Tee. Schmeckt nach weißer Schokolade. Wie viele Punkte gibst du dem Zeug? 2. Ich kann nicht mehr. Ich sehe Vorteil 2 machen? Nein. Meine Zunge ist schon voll taub vor Zucker. Lass mal alles rauslegen. So viel noch? Ich kann nicht mehr. Wir werden die jetzt so essen. Ich habe sie eigentlich mitgenommen für zu uns zum Essen. Hast du gesagt, was das ist? Oreo-Cocktail. Und die schmecken ernsthaft jetzt, Leute. So aus. Was ist denn los mit euch, liebe Firma? Was denn? Da schmeckt wie Einhorn-Cornflakes. Nicht nach Oreo. Bin jetzt aber enttäuscht, ich hätte viel mehr Schokolade erwartet. 2 Punkte? 3 Punkte, weil ich es essen würde, aber es ist nicht das, was ich erwartet hätte. Da gibt es noch so einen Riegel. Er sieht echt lustig aus. Da ist so eine Kanone abgebildet mit Süßigkeiten drin. Oh, da sind Smarties drin. Mach mir das mal kaputt, dann teilen wir uns das mal. Das knistert. Das ist Knisterschokolade. Mmh. Kannst du hören? Au, ist ja gerade voll gestochen. Eigentlich wie so eine Milka-Schokolade. Mit Smarties und das mit Knistern. Mit Smarties, genau. Und das Knistern dazu. 4 Sternchen von mir. Ich hoffe jetzt auf eine richtig geile Pfirsich-Limo. Ich liebe Pfirsich. Das muss jetzt bitte lecker schmecken. Texas. Das will ich nicht, das Glas. Das ist dieses komische mit Schoko. Oh Mann, ich hab's noch sauber gemacht. Oh nein, wieso macht man das denn nicht orange? Lieber denn pink? Warum pink? Das ist doch noch unnatürlich. Es riecht auch wieder super süß. Mann, ich süß. Hab was ganz anderes erwartet. Ich hab so richtig schöne, leichte Pfirsich-Limo für den Sommer vorgestellt. Ist es nicht. Künstlich, wie Bum Bum. Aber ich würde das hinter das Pokémon stellen, tatsächlich. Ja, von den allen, was wir bisher hatten, ja. Crybaby? Was ist das? Ich hoffe, das ist nicht so sauer. Wir haben sogar noch Filter. Das sind Kaugummis. Ganz zum Schluss. Ja, das sind Kaugummis. Crybaby hört ja noch richtig sauer werden, dass du weinen musst. Na mal los, du kriegst grün. Crybaby? Oh, das riecht schon richtig sauer, Alex. Das ist richtig sauer, glaube ich. Oh ja, und das ist sehr matt, also matte Farbe. Kauen, kauen. Alter, ist das sauer. Aber nicht so sauer wie die anderen. Oh Gott. Oh, oh Gott. Mhm. Oh. Oh Gott. Ja, nicht zu trinken. Warum? Boah, das ist schlimmer als ein Tetra-Shock. Da ist kein süßer Kern drin. Und wir kommen erst die Tränen. Ich weiß auch noch. Ich bin gar nicht süß. Das ist schlimmer als das Bonbon. Wir schmatzen ganz laut. Das wird ja gar nicht süß. Ich muss es rausnehmen. Dafür sollte man die saubersten Produkte der Welt testen. Das wird nicht süß. Willst du Milch trinken? Ich habe noch eine Gießkanne mit Wasser hier. Achso, das müsste langsam abgekühlt sein, oder? Guck mal, ich kaufe jetzt bestimmt schon eine Minute. Das ist immer mega sauer. Hier Wasser. In Deutschland dürfte man sowas gar nicht verkaufen. Mir sind tatsächlich hier die Tränen gekommen. Also das ist einfach dauerhaft richtig sauer. Und da ist irgendwann so, oh, ich hab's geschafft, ich bin in meinen süßen Kern. So zum Spaß haben, 3 Sternchen. 4 Sterne. Genau, zum Spaß haben ist ganz cool. So, Finale. Wir machen jetzt die Chips nach dem Sauren. So, ich nehme schon mal mein Wasser. Ich nehme die Milch. Milch macht eh mehr Sinn. Boah, die sehen aus wie diese Mais. Das ist doch schon richtig warm von dem ganzen sauren Zeugs geworden hier. Und jetzt noch das. Das ist nur Veräpfung, das kann nicht scharf sein. Komm, einfach mal essen. Nein, mach das nicht, das ist voll scharf. Hälfte. Ich hab meine Zungenspitze dran. Bist du bescheuert? Ich hab meine Zungenspitze dran. Du darfst nicht runterschlucken. Boah. Boah, Alter, das brennt richtig nach, ne? Mhm. Boah, ich habe noch nie so scharfe Chips gegessen. Boah, ist mir warm. Es ist aber nicht so, dass man sie nicht essen kann. Kannst du nicht genüsslich einfach so snacken vor einem Fernseher? Meine Zunge brennt. Wer keine Schärfe verträgt, der wird daran
Und der wird sie hassen? Ach, extrem. Das brennt immer noch extrem im Mund. Lass mal deinen Vater gleich essen. Ja, genau. Ja, Sternchen, ne? Für die Chips. Ich gebe 4 Sternchen, auch wenn ich sie nicht essen kann. Ich gebe dem Zeug auch 4 Sternchen. Nicht umsonst ist die Packung so klein. Ich glaube, das ist so aus Spaß einfach so an der Sache gedacht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Alex ist der Nächste, der uns aus Sachen aussuchen darf. Schreibt gerne in die Kommentare, aus welchem Land. Und dann wird Alex sich auf die Suche machen. Oh yes. Gib gerne ein Däumchen hoch, da freuen wir uns immer drüber. Ja Leute, danke auch von mir an der Stelle. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Und ich freue mich mega auf die nächste Challenge. Ich denke mir was richtig Schönes aus. Aber dann nicht morgen. Ich suche mir was richtig Schönes aus. Genau. Ich würde sagen, bis bald. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Wie nennt man das nochmal? Outtakes. Das hat man früher immer gedreht, Videos mit Outtakes. Ehrlich? Macht man gar nicht mehr. Wobei sie immer ganz schön lustig sind. Ohne Cappy, ne? Mit Cappy, bitte. So für normal, so Einmalzahlung. Du hast dann einen Fleck, dann zieh doch wenigstens ein sauberes T-Shirt an. Und den Bauch auf Frühstück. Wo ist dein Taschenmesser? Sag's euch, ey. Männer sind langsamer als Frauen. Richtige Schweinchen. Das nicht, das nicht. Also, machst du die Tür zu? Sieht schöner aus fürs Video. Was jetzt auf dem Fleck hat, das ist egal. Kann sein, dass diese Hose ganz schön hell dahinter ist. Du solltest auch kein Weiß anziehen, weil der ganze Hintergrund schon weiß ist. Oh, jetzt musst du die Kerze. Mach deine Zähne nicht kaputt. Die sind so hohl manchmal, ne? So, du brauchst schon seit 2 Minuten, warte ich darauf, dass du dich umziehst. Boah, ey. Ein bisschen hinter dran. Das ist ganz schön nah, oder? Nein. Du musst näher ran, bis du. Ja, los. Keine Angst. Ich kann damit richtig gut umgehen. Ich brauche einen Behälter, das kriegt gerade voll die Krise hier. Ich dachte schon wieder, sehe hier, was gleich auf dem Boden landet. Kann man das erstmal ein Thumbnail machen? Warte mal. Was machst du denn? Nein. Ich räum's gleich auf. Müssen wir den aufrechnen? Nö. Ach, aber irgendwie so. Das Bruder, komm her. Nein. Scheiße, jetzt keine Ahnung, oder? Das war deine Idee. Bruder, komm her. Du in die Mitte, so. Ich schwitze hier. Testen oder sowas, ne? Genau, wir testen. Genau. Warte, stopp. Na, hängt dir doch noch dein Frühstück im Magen? So dieses abgepacktes Essen. Das soll ich mal kajauken. Oh Schatz, wir haben so viele Süßigkeiten. Guck, der Zucker steigt jetzt schon zusammen. Sowas mag ich einfach nicht, keine Ahnung. Dann nehme ich lieber ein Brötchen oder so und keine Ahnung. Das brauchst du nicht reinnehmen. Was ist das? Ananas. Es ist aber besser als der Ananassaft. Nein. Der oder das Saft? Der Saft. Behalten wir. Behalten. Alles, wir müssen es gleich irgendwie verfüttern. Schmeckt wirklich gut. Also ich gebe dem Zeug. Zum Einrühren. Kann nicht mehr. So, Mäuschen, wir haben noch 3 Sachen. Ich gebe dem Riegel auch 5 Punkte auf jeden Fall. Wer sowas mag, der wird sowas mögen, würde ich sagen. Das ist keinen Sinn. Genau. Auch da,